Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge Frag Jonas, und das ist das Format, in dem ihr mir Fragen stellen könnt, welche ich dann in diesem Video beantworte. Und für dieses Video habe ich mir mal 10 neue Fragen rausgesucht, also viel Spaß! Wie zufrieden bist du bisher mit deinem neuen Fluid Head? Ja, der eine oder andere hat es bestimmt mitbekommen. Ich habe mir einen neuen Fluid Head gekauft, und zwar von Manfrotto ein. Die genaue Bezeichnung weiß ich jetzt nicht, weil die auch ziemlich kompliziert ist aus Buchstaben und Zahlen. Aber im Großen und Ganzen bin ich mit dem Fluid Head ziemlich zufrieden. Er läuft total flüssig. Er ist schön groß, aber groß hat halt auch den Nachteil, dass er dadurch ziemlich schwer ist. Und jetzt mein Stativ mit dem Fluid Head insgesamt schon ein merkbares Gewicht hat, und auf Dauer kann das nervig sein, aber so viele Shots außen habe ich ja nicht. Von daher geht das für mich vollkommen in Ordnung, aber ja, ich bin zufrieden. Was würdest du eher nehmen? Eine goldene Apple Watch oder goldenes Klopapier? Also ich würde mal ganz ehrlich sagen, goldenes Klopapier, weil ich meine, eine goldene Apple Watch kann nur jeder, kann man sich im Laden kaufen. Aber goldenes Klopapier? Wer kann das schon? Glaubst du, Apple wird beim iPhone 7 wieder so einen großen Schritt gehen wie beim 6er? Also ich weiß jetzt nicht ganz genau, was du unter großem Schritt verstehst. Wenn du jetzt die Größe meinst, also vom Display, wodurch dann das gesamte Gerät auch größer wurde, würde ich ganz ehrlich sagen, nein, viel wird sich da nicht ändern. Aber wenn du jetzt von den Funktionen und vom Design und von den Neuheiten insgesamt redest, dann würde ich sagen, ja, denn Apple hat es ja bisher immer so, dass die S-Version von einem iPhone die verbesserte Version vom Grundmodell ist, sag ich mal. Und nach dem iPhone 6S, welches jetzt gerade ja aktuell ist, denke ich mal, dass beim iPhone 7 dann wieder die ein oder andere große Neuerung auf uns wartet. Wie sieht deine Traumkamera aus? Oh, ich würde mal sagen, ein möglichst kleines Gehäuse, eine gute Akkulaufzeit, ein schwenkbares Display, ein Vollformatsensor, der in alle Richtungen stabilisiert ist, und natürlich internes 4K-Recording, das ist ja mittlerweile Weltnorm. Vielleicht sogar eine etwas höhere Auflösung, damit man runterskalieren kann und auch noch beim Croppen ein bisschen mehr Spielraum hat. Dann eine Aufnahmemöglichkeit, dass man auch in ProRes aufnehmen kann. Da kann man dann halt im Nachhinein bei der Bildbearbeitung noch deutlich mehr aus den Videos rausholen. Und ja, einfach ein relativ robustes Gehäuse, was halt gute 4K-Aufnahmen hinlegt. Und ja, für Fotos ist mir eigentlich relativ egal, da ich hauptsächlich filme. Wirst du mit deinem Kanal auf YouTube Red umsteigen, oder kann man deine Videos in Zukunft noch kostenlos sehen? Nein, vorerst habe ich das nicht geplant, abgesehen davon, dass das ja in Deutschland auch erstmal nicht verfügbar sein wird. Aber es ist ja trotzdem nicht so, dass man, wenn man mit dem YouTube-Kanal auf YouTube Red umsteigt, dass dadurch dann alle Videos kostenpflichtig sind und nur von den Abonnenten, die YouTube Red haben, geguckt werden können. Nein, man kann ja als YouTuber dann selber auswählen, ob das ein Video ist, was jeder schauen kann, oder ein Video, was halt nur die YouTube Red Abonnenten exklusiv haben. Aber ich denke mal vorerst nicht, und ich bezweifle auch, dass so viele von euch gerne für Videos bezahlen würden, weil ich meine, es ist mein Hobby, und wenn ihr dafür auch noch Geld bezahlen müsst, dass ihr mir bei meinem Hobby zugucken könnt, ich weiß ja nicht. Wirst du dir ein iPad Pro kaufen? Ja, ich habe in der Tat auf jeden Fall überlegt, ob ich mir ein iPad Pro kaufe, aber ich habe mich dann dagegen entschieden, weil ich habe ja mein MacBook, das hat viel Leistung, mit dem bin ich auch mobil immer unterwegs, und das iPad Pro kann leider mein MacBook nicht komplett ersetzen, weil sonst hätte ich mir es schon gekauft und einfach mein MacBook verkauft. Aber da ich an einem iPad Pro nicht die Art von Videos schneiden kann in dem Umfang, wie ich das hier mit meinem MacBook in Final Cut tue, deswegen wird das eher nix, und da ich ein iPad so nicht brauche, werde ich mir wohl kein iPad Pro kaufen. Welchen Handyvertrag hast du? Ich habe einen ganz billigen Prepaid-Vertrag bei blau.de. Blau.de benutzt das E-Plus-Netz, und da ist die Netzabdeckung bei uns in Brandenburg auch ziemlich gut, weswegen ich damit keine Probleme habe. Und ich habe einfach nur 1 GB Datenvolumen, natürlich mit LTE-Geschwindigkeit. Und für den Gigabyte bezahle ich knappe 10 Euro.
Und ja, 1 GB ist nicht viel. Es reicht mir auch so mehr oder weniger. Aber das Problem ist, desto mehr Datenvolumen man hat, desto mehr verbraucht man auch. Von daher ist es vollkommen in Ordnung. Welches war dein erstes Handy? Oh, mein erstes Handy. Ich habe mal geguckt bei LG auf der Seite, ob ich das irgendwie noch finde oder generell im Internet. Aber ich habe leider keine Bilder von dem Gerät mehr gefunden. Da ich das auch nicht mehr habe, kann ich euch das jetzt hier auch nicht zeigen. Und auch die Verpackung und so habe ich nicht, von daher weiß ich auch nicht den Namen. Ich kann euch nur sagen, es war ein Tastenhandy mit einem ganz kleinen Farbdisplay, welches wirklich scheiße war. Und es hatte nicht mal Bluetooth. Ich glaube, es hatte nicht mal eine Kamera. Und ich meine, das sagt schon alles. Aber dafür hat der Akku auch mehrere Monate gehalten. Also ja, da hängen die Smartphones noch so ein bisschen hinterher. Wenn du die Möglichkeit hättest, 2 Tage mit dem besten Equipment der Welt zu arbeiten, was würdest du machen? Also, wenn ich wirklich das beste Equipment zur Verfügung hätte, würde ich, glaube ich, einfach irgendeinen Kurzfilm drehen, weil so also irgendwas Cinematisches, Kurzfilmartiges mit vielleicht, weiß nicht, irgendein Sketch dazu oder so. Auf jeden Fall, ich würde irgendwas filmen, worauf ich Lust hätte, das könnte ich gerade noch überhaupt nicht sagen. Warum hast du keinen Zweitmonitor an deinem MacBook angeschlossen? Ja, der Grund, warum ich keinen Zweitmonitor an meinem MacBook habe, ist ganz einfach. Und zwar hatte ich mir vorgenommen, keinen 1080p-Monitor mehr zu kaufen, weil das erstens neben dem MacBook dann ziemlich bescheuert aussieht, weil man so riesige Pixel hat. Und zweitens, weil die einfach veraltet sind, wie ich finde, und mir die Pixel auch nicht ausreichen. Deswegen ist für mich ganz klar, dass ich mir einen 4K-Monitor kaufen werde. Und ich war schon mal kurz davor, mir den Samsung 4K-Monitor zu kaufen, wo der bei Amazon relativ günstig war, ich glaube mit 350 Euro. Ich hatte dann aber gehofft, dass der auch nochmal billiger wird, weil der Preis halt in der Zeit davor immer so langsam gefallen ist. Aber dann an einem Tag, wo ich bei Amazon mal wieder nach dem Preis geguckt habe, war der Preis bei über 400 Euro und seitdem ist er von dort und nicht wieder runtergekommen. Und deswegen habe ich erstmal nicht zugeschlagen. Ich denke mal, vielleicht Weihnachten oder so wird sich hier der ein oder andere 4K-Monitor zu mir gesellen. Also ja, das ist der Grund, warum ich aktuell nur auf meinem MacBook schneide, was unter uns gesagt auch ziemlich klein ist auf Dauer. So, das war's auch mit diesem Video. Ich hoffe, die Antworten auf die Fragen haben euch gefallen. Wenn ihr auch Lust habt, in der nächsten Folge mit in diesem Video zu sein mit eurer Frage, dann stellt auch einfach Fragen unter diesem Video oder ihr macht das Ganze auf Twitter unter dem Hashtag FragJonas und dann seid ihr mit etwas Glück auch im nächsten Video dabei. Ja, ich hoffe aber trotzdem, dass ihr auf jeden Fall beim nächsten Video wieder vorbeischaut und bis dahin, ciao.